Und Stich. Und zuerst der Sack. Oh oh, heute sind wir aber wieder gut aufgelegt. Vielleicht sollst du deine Wirtschaft zum alten Grantler nennen. Wenn dich deine Kühe sind, wird die Milch gleich sauer. Ich hab gehört, Freundlichkeit im Dienstleistungsgewerbe könnte die Umsatzeinbußen ausgleichen. Ja genau, sei halt freundlich, dann machen wir ein Foto von dir, das geben wir in eure Speisekarte und du wirst Mitarbeiter des Monats. Sagst du, Rosi, wir hätten einen Hunger. Rosi! Ich lach heute mal wieder. Kostet auch nicht mehr. Der versteht ja gleich überhaupt keinen Spaß mehr. Ihr kennt ihn doch, oder? Wie wird das bloß werden, wenn der Bruder erst da ist? Hübsch hier. Jetzt sind wir gleich da. Machen wir so weiter. Du vertreibst auch noch die letzten Gäste. Du kannst die Wirtschaft leer zusperren. Ja, und? Und was willst du leben? Und ein bisschen Landwirtschaft. Früher war das halt noch anders, wenn der Frau noch gelebt hat. Den ganzen Tag war das Haus voll. Da ist ein anderes Umgang mit den Leuten. Ja, ja. Musst ein bisschen helfen. Du selber. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Jonas. Hallo? Ist jemand da? Herr Ettenberger? Grüß Gott. Hirblinger vom Jugendamt München. Und das ist Ihr Enkel Jonas aus Hamburg. Schön, dass du deinen Großvater endlich kennenlernst. Das hast du dir doch bestimmt schon lange gewünscht. Jonas? Grüß dich Gott. So, jetzt kommst du erst einmal rein. Kriegst was Anständiges zum Essen. Brauchen Sie mich noch? Ja. Jetzt lass das schmecken. Ja, fang an, sonst wird's kalt. Ich hab gar nicht so großen Hunger. Freilich hast du Hunger nach der langen Reise. Musst eh ordentlich essen, bist viel zu dünn. Du hast Neuwachs in deine Hosen. Dass du reinwächst in deine Hose. Die gehört so. Bist du wirklich ganz allein von Hamburg nach München geflogen? Du hast keine Angst gehabt. Ja, mich bringen keine 10 Pferde in den Flieger. Darum war ich auch noch nie weiter als bis München. Also, ich bin die Rosi und zu mir sagst du.
Das wird schon noch. So, komm. Also, wenn du ausgepackt hast, dann zeige ich dir alles andere, gell? Bringen Sie den nicht zu seinem Onkel, zu dem Großkopf und am Starnberger See? Da würde er besser hinpassen. Doch schön, dass er da ist. Kommt wenigstens ein bisschen Leben ins Haus. Seine gescheckten Haare. Der schaut aus wie unser Freddy. Wie wer? Unser Gurkel. Hast du schon mal überlegt, wie sich der Bub fühlt? Beide Eltern tot. Eine völlig neue Umgebung, weil kein Mensch kennt. Das ist ein Kind. Der braucht ein daheim. Was tue ich mit dem Kind? Das ist das Kind von deinem Sohn. Ich hab keinen Sohn mehr. Schon lange nicht mehr. Das ist unser Wirtsstuben. Keine Gäste? Ja, viel los ist nicht. Ja, jetzt zeige ich dir unseren Stall. So, jetzt komm. Du musst schon aufpassen. So, schau her, das ist unser Lieb, das ist unser Älteste. Der kriegt bei uns das Gnadenbrot. Hast du schon mal eine Kuh gesehen? Ja, aber ich hab gedacht, die sind lila. Ja. So, schau zu. Schmecken lernst du auch noch. Haben Sie Internet? Nein. Einen Computer? Nein. Wenigstens ein Fernseher. Der Landfunk kommt bei uns aus dem Radio. Da vorne ist der Schul. Sie können mich gleich hier rauslassen. Ich muss noch zur Bank. Bin ich gleich bei der Schul. Servus. 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 Das ist eine. Geile Musik. Ludwig, grüß dich. Du wolltest, dass ich vorbeikomme? Ja, komm in mein Büro, bitte. Setz dich.
Ja? Was ist? Was ist? Das alles, die du bist mit den Raten für deinen Kredit 2 Monate im Rückstand. Ja. Und? Wenn du die Raten nicht zahlst, dann kündigt die Bank den Kredit und holt sich ihr Geld wieder. Das Geld steckt im Hof, das weißt du doch. Dann nimmt dir die Bank den Hof. Das ist ja ähnlich, euer Blutsauger. Ich mach doch sowieso schon, was ich kann. Aber irgendwann sind an mir die Hände gebunden. Bis nächsten Monat muss eine Zahlung eingegangen sein. Verstehst? Du kriegst dein Geld schon. Das ist nicht mein Geld. Wenn's nach mir ging, dann... Ach, komm, spart er den Senf. Ab heute haben wir einen neuen Schüler. Am besten stellst du dich selbst vor. Ich heiße Jonas und ich komme aus Hamburg. Ich bin sicher, ihr werdet Jonas helfen, dass er sich schnell in die Klassengemeinschaft integrieren kann. Da hinten neben Thomas ist noch ein Platz frei. Bitte. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Zellen, Gewebe und Organe, Seite 13, bitte. Hallo. Hey, warte mal. Hi, ich bin Jula. Ich gehe in eine Klasse. Wohnst du auch hier? Mhm. Wo denn? Kennst du einen alten Wirt? Ja. Da wohne ich. Bei meinem Großvater. Und deine Eltern? Die sind beide Forscher und sind zurzeit im brasilianischen Regenwald. Suchen nach einem neuen Medikament gegen Krebs. Echt? Mhm. Wow, cool. Ja, und solange die weg sind, wohne ich bei meinem Großvater. Und du? Wohnst du schon immer in diesem Kaff hier? Nein, erst seit 2 Jahren. Meine Eltern sind geschieden und ich wohne bei Carla. Carla? Ja, das ist meine Mutter. Ach so. Ja, die hat so eine Art Asyl für Pferde gegründet. Gibt natürlich nur auf dem Land. Sag mal, habt ihr Fernsehen? Ja, klar. Ihr nicht? Der helle Große da ist der Thomas. Und der ausschaut wie ein Haflinger ist die Marei. Und da ist die Emma. Die ist schon länger bei uns. Mir geht's auch momentan nicht so gut. Hier hat irgendwas am Hof. Und da wohnen wir. Hallo, Mama. Oh. Hallo, Julia. Na? Das ist Jonas, der ist neu bei uns. Hallo, Jonas. Hallo. Und, wie geht's? Gut, danke. Wollt ihr was trinken? Ich habe unheimlich Durst. Gerne. Komm. Um 7 gibt's ja Abendbrot und um 7 sitzt du hier am Tisch. Verstanden? Jawohl, ja. Hier gibt's Regeln. Die werden eingehalten. Jetzt lassen heute mal in Ruhe. In meinem Haus sag immer noch ich, was mir nicht passt. Ich hab keinen Hunger. Jonas! Warum musst du immer so ekelhaft sein? Um 7 gibt bei uns Abendbrot. Das war schon immer so. Das bleibt auch so. Wunderbar. Hey, machst du jetzt ein Disco auf? Der Ludwig, erzähl. Sag mal, bist du Nagel? Was soll der Krach? Mach das sofort auf! Das ist kein Krach. Das ist Offroad. Was? Der schaut mir überhaupt aus. Hat er keine Ordnung beigebracht.
darf es ein bisschen mehr sein. Ja, freilich. Der arme Bub. Wie ist denn das passiert mit seinen Eltern? Das war ein Autounfall. Die beiden waren sofort tot. Nur der Jonas hat überlebt. Der war wochenlang im Krankenhaus, bevor er zu uns gekommen ist. Und dann kommt er ausgerechnet zu dem alten Grantler. Hat er denn keine anderen Verwandten? Naja, da ist noch ein Onkel am Starnberger See. Aber der und seine Frau, die sind halt dauernd unterwegs. Die haben ihn nicht nehmen können. Kriegst du sonst noch was? Ja, von dem schwarzen Presser gibst du mir noch 4 Scheiben, bitte. Manchmal ist das Schicksal schon unerbittlich, gell? So jung und schon vollweise. Hey Julia. Na, wie geht's? Ja. Ist was? Hallo. Was ist denn? Wieso erzählst du mir solche Geschichten? Was? Was ist mit deinen Eltern? Ich verstehe nicht, wo der Jonas so lange bleibt. Er war doch noch nie pünktlich. Schmarrn. Zum Essen war er immer noch da. Da muss was passiert sein. Ja. Was soll denn da passiert sein? Und wenn er weggelaufen ist? Nein. Wir müssen den suchen. Vielleicht hat er sich. Wir gehen jetzt zur Polizei. Hey, hör mal auf mit der Polizei. Mit der Polizei haben wir noch nie was zu tun gehabt. Da, wo suchen wir jetzt? Das ist mir wurscht. Ich hab keine Zeit mehr. Die Arbeit wartet. Jetzt langt's mir aber. Wer ist denn schuld an dem ganzen Schlamassel? Du bist doch schuld, du ganz allein. Der Bub hat er daheim gebraucht und was hat er gefunden? Einen verbitterten alten Esel, der sich selber nicht mag und sonst auch niemanden. Du hast ihn doch regelrecht aus dem Haus getrieben. Genau wie dein Sohn damals. Deine Frau, wenn sie sehen könnte, wie du dich verändert hast. Im Grab täte sie sich umdrehen. Weißt du was? Kannst du morgen eine andere Arbeit suchen. Du tust mir leid. Du sturer alter Depp, du! Ja, Hettenberger. Ja, ja, der bin ich. Bin der Großvater, ja. Augsburg. Mhm. Ja, mhm. Wohin? Wo willst du denn hin? Komm, geh mal.
Ich hätte gerne die Nudelsuppe, das Wiener Schnitzel und den Kaiserschmarrn. Das ist nicht ein bisschen viel. Das sind große Portionen. Bringen Sie ihm alles, was er haben will. Und mir bringen Sie Bier. Und für mich eine Cola, bitte. Gerne. Ja. Ich hab mir da was überlegt. Danke. Ja, was soll ich jetzt sagen wollen? Probieren wir es noch mal miteinander. Ich meine, was ich sagen will, ist, fangen wir noch mal ganz von vorne an. Hm? So wie wenn wir uns gerade kennengelernt hätten. Ich bin der Ludwig, dein Opa. Und ich bin der Jonas, dein Enkel. Ja, genau. Magst du auch eine? Ja. Also dann. Ja, Rosi. Komm. Der Bub, der kommt doch ohne die gar nicht mehr zurecht. Und ich auch nicht. Komm, trock dir die Koffer wieder auf. Meinetwegen. Braucht auch was Anständiges zum Essen. Das gibt's ja nicht. Der Junge ist ja stinkreich. Wer ist stinkreich? Na hier, dieser Jonas. Das Jugendamt hat uns aus Versehen noch einen Brief geschickt. Seine Eltern haben eine Lebensversicherung über 400.000 Euro für den abgeschlossen. Na und? Das geht uns doch alles nichts mehr an. Hier steht, dass das Geld an den Vormund ausgezahlt wird. An den alten Zausel auf dem Bauernhof. Ich glaub's ja nicht. Wie konnten wir nur so blöd sein? Also erstens haben wir nichts davon gewusst und zweitens gehört das Geld dem Jungen. Aber wird es schon groß kontrollieren? Weißt du was? Wir machen unsere Entscheidung rückgängig. Das ist immerhin der Sohn deiner verstorbenen Schwester und du bist sein Onkel. Du hast dich doch mit Händen und Füßen gegen das Kind gewehrt. Erinnere dich mal bitte, was du alles gesagt hast. Ja, dann sag ich jetzt eben was anderes. Wer soll sich um den Jungen denn kümmern? Eine Haushaltshilfe. Am besten eine Polin. Die sind billig und sollen sehr kinderlieb sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt. Genau hier. 10 mal 6. Hier bauen wir den Swimmingpool. Kinder planschen noch so gern. Sag mal, wie heißt noch mal die Tussi vom Jugendamt, die uns so genervt hat? Hirblinger. Harald, du musst lauter sprechen. Hirblinger! Und der Junge? Jonas! Bingo. Bring mir mal das Telefon. Kommst du vor? Ja. Ja. Bravo. Gut gemacht, Schüler. Ein Naturtalent. Gar nicht schwer. Vorsicht. Mehr bitten.
war ich schon ewig nicht mehr da. Wie ich so alt war wie du, da war das mein Lieblingsplatz. Ist wirklich schön hier. So Lucken, so blond ist der Schmarrn. Schau. Es ist Maya, unsere Neue. Ich hoffe, ihr werdet Maya helfen, dass sie sich schnell in die Klassengemeinschaft integrieren kann. Ich glaube, das ist bei Pferden einfacher. Na, ihr zwei? Wie wär's mit einer Fütterung für die Jugend? Ja, yippie! Essen! Und? Hast du dich schon eingelebt in deinem neuen Zuhause? Danke. Passt schon. Wie kommst du mit deinem Großvater klar? Ich glaube, ich habe ihn nicht mehr gesprochen, seit er uns die Wiesen für die Pferde verpachtet hat. Er ist ganz okay. Wenn man ihn erst mal richtig kennt. Ja, und? Wie läuft's in der Schule und so? Das frage ich noch nicht so aus. Total ätzend. Ist viel schwieriger hier. Die Schüler sind nicht so stylisch wie in Hamburg. Vielleicht sollte ich mal in der Lederhosen kommen. Sag mal, wie kommt denn Maya auf die Straße? Entschuldigung, ist Ihnen irgendwas passiert? Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das Pferd Ihr Eigentum? Mhm. Dann muss ich Ihnen mitteilen, ich bin Anwalt. Und das wird teuer. Scheiße. Und meinen Termin kann ich auch vergessen. Wie oft habe ich dir gesagt, dass man immer kontrollieren muss, dass das Gatter geschlossen ist? Ich weiß ja. Ja, Patrick hier. Sagen Sie bitte den Termin bei Münchmeier ab. Mir leid. Ich hatte einen Unfall. Nein, nein. Aber das Auto ist nicht mehr fahrtüchtig. Ich rufe später wieder an, ja. Ja. Also, ich bin Carla Stelzer. Das ist meine Tochter Julia und ihr Freund Jonas. Patrick von Hallen. Entschuldigung. Naja, ist ja nichts weiter passiert. Nichts passiert? Das ist ja wohl leicht untertrieben. Nee, Ihnen ist nichts passiert. Ich meine, Sie sind doch in Ordnung, oder? Ja, ja. Mir geht's gut. Tja. Und dem Unfallverursacher anscheinend auch. Ja. Wollen Sie vielleicht mit ins Haus kommen? Dann können wir drinnen alles besprechen. Naja, ich werde einen Abschleppdienst brauchen und ein Taxi. Ein Taxi? Hier? Gut, also ihr bringt jetzt erstmal Maya zurück auf die Koppel und zwar sofort. Ja, und ich werde einen Abschleppdienst für Sie besorgen und ein Taxi. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwas anbieten? Kaffee oder einen Tee? Ja, warum nicht? Vorausgesetzt, Sie leisten mir Gesellschaft. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, mich nicht zu verklagen. Halt, schickt ihr mal. Gottes Willen, was ist denn jetzt los? So, jetzt ist er endgültig hin. Ja, dann müssen wir ihn richten lassen. Wie sollen wir denn sonst zum Einkaufen fahren? Weißt du, was ein neuer Motor kostet? Dann kann ich die Raten wieder nicht zahlen. Ja, dann musst du gesagt, halt ein bisschen warten. Sonst können wir die Wirtschaft gleich zersperren. Das gehen wir sowieso bald. Ja, ich kann mich noch sehr gut an unser Gespräch von damals erinnern. Sie sagten damals, eine regelmäßige Betreuung des Kindes kann unmöglich garantiert werden, weil sie beide beruflich sehr engagiert sind, häufig auf Reisen im Ausland und so weiter und so weiter. Und das hat sich jetzt auf einmal geändert. Nein. Die Situation ist noch genauso, wie wir sie damals geschildert haben. Aber wir haben beschlossen, sie zu ändern. Wissen Sie, es war so ein Schock damals. Es kam alles so plötzlich. Harald hat seine Schwester verloren. Und dann auf einmal ein Kind. Aber mittlerweile lässt uns die Sorge um den Jungen kaum noch schlafen.
Wir haben uns alles reiflich überlegt und wollen beruflich so zurückstecken, dass wir uns gut um Jonas kümmern können. Ja. Ich habe mein Kosmetikstudio sowieso im Haus und kann meine Zeit frei einteilen. Außerdem wollen wir eine Haushälterin einstellen. Was sind schon Karriere und Geld gegen das Glück eines Kindes? Tja, leider kommen Ihre Überlegungen ein bisschen spät. Ich habe Sie damals so bekniet, weil ich Jonas viel lieber bei Ihnen gesehen hätte. Sie sind altersmäßig passender und Ihr Umfeld entspricht viel mehr dem, was Jonas von zu Hause her gewöhnt war. Eben, wir sind doch die Familie. Ja, aber mittlerweile hat die Bürokratie ihren Lauf genommen und Jonas' Großvater ist zu seinem Vormund bestimmt worden. Aber da muss man doch irgendwas machen können, Frau Herblinger. Na, so einfach nicht. Aber ich werde mich persönlich von Jonas' Wohlergehen überzeugen. Und wenn es da irgendetwas zu beanstanden gibt, dann... Dann können wir ja noch mal drüber reden. Ja. Opa, warum hast du uns eigentlich nie besucht? Das wäre nicht so einfach gewesen. Aber du hättest doch mal schreiben können oder anrufen. Dann hättest du gesagt, Jonas, ich bin dein Opa Ludwig, ich komme dich mal besuchen. Ja, das hätte ich machen können. Aber ich glaube, der Vater wäre dagegen gewesen. Aber du hast es doch gar nicht versucht. Weißt du, dein Vater und ich, wir haben uns immer nur gestritten. Das ging nur gut, weil er klein war. Aber selbst da hat er schon seinen eigenen Kopf gehabt. Nur mit seiner Mutter, da war ein Herz und eine Seele. Die hat er vergöttert. Aber wie er die nicht mehr da war, da wollte er nur noch weg. Oder verlangt, dass ich ihm sein Erbe auszahle. Obwohl ich fast den Hof hätte verkaufen müssen. Ja, aber danach, wieso habt ihr da nicht nochmal? Später soll er nochmal kommen und wird mir deine Mutter vorstellen. Aber da war schon so viel zwischen uns. Da haben wir wieder nur gestritten. Und dann habe ich nie mehr gesehen. Aber jetzt bist du da und ich glaube, deine Eltern da oben, die wollen, dass wir zwei das jetzt besser machen. Glaubst du, die sind da oben? Na, Freile. Die sind immer bei dir. Immer. J'aime le pain au chocolat. Et je déteste le français. Non, du kannst die französische Sprache nicht essen. Du musst sie lieben. Ich esse sie aber. Diesen blöden Akzent auch. Überhaupt, ich möchte jetzt eine Pause. Pause gibt's erst nach der zweiten Lektion. Du bist eine gemeine Streberin und willst mich fertig machen. Wirklich so schlimm? Bist schon okay. Süß. Schon wieder Disco. Das ist doch genau der Geschmack, oder? Der Franz ist heute bei der Nana Muscuri und bei den Flipperstiefeln. Ein Schiff wird kommen. Ja, freilich. Du tanzt mit denen auf so eine Musik. Ich sehe es direkt vor mir. Tanzen tue ich überhaupt nicht. Und wenn, dann schon gleich dreimal nicht mit meiner alten. Sag einmal, müssen wir für die Musik eigentlich einen Aufschlag zahlen? Nein, das kostet euch überhaupt nichts. Wo gibt's denn heutzutage nur sowas? Ja, und, was Gescheites dabei? Okay. Servus. Servus. Da von der Schule. Was wollen die von mir? Ja, lies halt.
Herr Ettenberger, wir machen uns beträchtliche Sorgen um Ihren Enkel. Da sind die erheblichen schulischen Defizite, die eine Versetzung fraglich machen. Und das Rauchverbot nimmt die Schule besonders ernst. Schon allein wegen der Suchtprävention müssen wir da... Das ist der Schmarrn. Herr Ettenberger, ich glaube nicht, dass Ihre Meinung hier relevant ist. Die Leistungsanforderungen Ihrer Zeit sind sicher nicht vergleichbar. Unser Gymnasium... Sie reden immer von Leistung und was Sie beim Jonas vermissen. Wissen Sie, was ich bei Ihnen vermisse? Ein Verständnis für so einen Burm in einer schwierigen Situation. Es geht doch nicht um blödes Schulwissen, das nachher sowieso keiner mehr brauchen kann. Sondern es geht um Menschlichkeit. Und da, glaube ich, ist ihm der Jonas bei Weitem überlegen. Und wenn er Ehrenrunde drehen muss, dann ist mir das wurscht. Auf Wiederschauen. Herr Julia. Hallo. Ist irgendwas? Dein Opa hat unseren Pachtvertrag gekündigt. Er will die Wiesen verkaufen, dann müssen wir weg. Aber das kann er doch nicht machen. Doch kann er. Dabei hat Mama ihr ganzes Geld in den Pferdehof gesteckt. Die Spenden sind auch zurückgegangen, weil die Leute nicht mehr so viel Geld haben. Wenn wir jetzt hier weg müssen, ist das das Ende vom Pferdehof. Was wird dann aus euch? Du bist ihn so aufgeregt. Was er jetzt gemacht hat, das werde ich ihm nie verzeihen. Jonas, was ist denn? Was war's denn? Warum hast du das gemacht? Grüß dich, Jonas, was ist denn? Du kannst die Julia und die Carla doch nicht einfach rausschmeißen. Und was redst denn du? Nur weil sie kein Geld mehr haben. Wenn sie jetzt weg müssen. Wer hat kein Geld? Tu doch nicht so. Du hast dir den Pachtvertrag gekündigt und jetzt müssen sie den Pferdehof dicht machen. Ach so. Na ja, die müssen sich halt ein anderes Gelände suchen, ne? Aber das geht doch nicht. Schau. Wenn die Wiesen jetzt zum Baugrund werden, dann sind sie viel mehr wert. Nur wegen dem Geld? Das ist so unfair. Ja, komm, da verstehst du nichts, ja? Das geht dich gar nichts an. Ich hab sie gar nicht kommen hören. Sie sind noch mal da wegen dem Unfall. Nein. Wegen der Wiedergutmachung. Wiedergutmachung? Ja. Sie haben mir zum Schadensersatz und als Wiedergutmachung für den Unfall ein nettes Abendessen in Aussicht gestellt. Ja, ich weiß, aber es tut mir leid. Ich glaube, ich bin im Moment nicht so in der Stimmung für nette Abendessen. Kummer? Na. Ich glaube nicht, dass Sie das interessiert. Ich bin ein erprobter Kummerkasten. Mit einem netten Abendessen als Honorar. Naja, nur wenn es mir auferzwungen wird. Na, kommen Sie. Warum haben Sie für solch ein Vertragswerk keinen juristischen Beistand bemüht? Ich hätte Sie das nie unterschreiben lassen. Also, ehrlich gesagt, ich habe mir das damals noch nicht mal richtig durchgelesen. Die Pacht war einfach so günstig. Es war die Gelegenheit. Im Prinzip kann er Ihnen jederzeit kündigen. Sogar ohne Angabe von Gründen. Er will ja alles verkaufen. Die ganzen Wiesen sollen Bauland werden. Aber ich meine, was soll ich mit dem Haus ohne die Wiesen für die Pferde? Aber es ist doch Ihre Existenz, oder? Nicht nur.
Ich meine, es ist auch unser Zuhause. Wir fühlen uns wohl hier. Wir haben hier unsere Freunde. Und noch mal von vorne anfangen. Mit den Pferden und alledem. Nee, das schaffe ich nicht. Ein Zuhause. Aber es ist auch ihre Existenz. Und da können wir was machen. Soll ich was unternehmen? Also, der Alte ist ein ziemlich harter Brocken. Aber wenn Sie deine Möglichkeit sehen? Soll ich? Naja, das wäre toll. Aber ich kann Ihnen im Moment nichts dafür bezahlen. Ich freue mich auf viele nette Abendessen. Jetzt sei nicht so Dickschädel. Vertrag dich wieder mit ihm. Nein. Ach, glaubst du das? Die Sturheit liegt bei euch in der Familie. Der Klügere gibt noch. Ich denk doch gar nicht dran. Ich meine, hier geht's um meine Freunde. Nur wegen so einer blöden Wiese. Pass mal auf, junger Mann. Wenn dein Großvater diese blöde Wiese verkaufen kann, dann kann er seine Schulden bei der Bank zahlen. Ich meine, das werde ich dir nicht sagen, weil er zu stolz ist, aber es ist er so. Und dass diese Wiese Bauland geworden ist, das ist ein großes Glück für ihn. Und er verdient's, dass er mal ein bisschen Glück hat. Ja, aber Julia ist doch meine Freundin. Das einen freut, ist das anderen leid. Frau Stelzer wird von mir anwaltlich vertreten. Und ich möchte Ihnen mitteilen, dass sie auf keinen Fall freiwillig gehen wird. Sie werden schon eine Räumungsklage gegen Sie anstrengen müssen. Und wir werden selbstverständlich eine Gegenklage erheben. Ich muss gar nichts. Ich habe den Pachtvertrag gekündigt. Und die Stelzer muss raus mit ihrem Pferdl. Frau Stelzer hat ihr gesamtes Vermögen in die Anlage gesteckt. Sie hat Stallungen gebaut, Koppeln angelegt und so weiter. Das hat ihr keiner angeschafft. Durch die Kündigung des Pachtvertrages ist die Existenz von Frau Stelzer gefährdet. Dadurch ergibt sich eine sittenwidrige Härte gemäß § 765a der ZBO. Sie werden 3 Jahre lang brauchen, um sie da rauszuklagen. Und wenn das nicht reicht, dann werden wir die Presse mobilisieren und das Fernsehen. So, jetzt schauen Sie, dass Sie rauskommen. Sonst mobilisieren noch ganz was anderes, ja? Und zur Frau Stelzer sagen Sie, die kam eh mal. Jonas? Geh weg. Und jetzt hören wir mal zu. Ich geh weg von hier. Jetzt rede mal mit mir. Schau, das mit dem Pferdehof, das tut mir auch leid. Aber ich brauche dringend das Geld. Die Frau Stelzer, die muss sich heute an das Gelände suchen. Das ist das Aus vom Pferdehof. Sie hat kein Geld mehr für einen Neuanfang. Alles, was sie hatte, hat sie in den Pferdehof gesteckt. Das leidige Geld. Die beiden sind doch meine Freunde. Wer weiß, wo Julia hinzieht. Vielleicht sehe ich sie ja nie wieder. Ah, Xaver, servus. Okay. Servus. Du, ich hätte was mit dir zu besprechen. Ja, red. Ja, es geht um den Kredit. Ich brauche halt nochmal einen Aufschub. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Die versprochene Rate ist wieder nicht eingegangen. Ja, weil das liegt daran, weil das Auto kaputt gegangen ist. Und dann wegen dem Buben. Allein, was der für die Schule braucht. Da fragst du mir nichts. Erzählen Kinder machen die arm. Du und Ansprüche haben die. Ja. Gott sei Dank sind meine ja schon aus dem Haus. Kannst du nicht ein bisschen noch warten?
Verkauf halt deine Wiesen, die sind doch jetzt Baugrund. Nein, die Wiesen verkaufe ich nicht. Ludwig, na weißt du mit Ohrenschlag aus dem Schneider? Ich hab dir gesagt, Wiesen verkaufe ich nicht. Weißt du was, dann tut's mir leid, dann kann man dir halt nicht helfen. Für dich. Lettenberger ist eine harte Nuss, aber wir können die ganze Sache heppig rauszögern. Zumindest so lange, bis sie was anderes gefunden haben. Das bringt doch nichts. Ob jetzt oder in ein paar Monaten, was ändert das schon? Naja. Das ist wirklich toll, wie sie sich bemüht haben, aber einen Neuanfang wird's nicht geben. Dafür fehlt mir einfach das Geld. Hey! Der Opa verkauft die Wiesen nicht! Hä? Echt? Was? Und wieso will er jetzt auf einmal nicht verkaufen? Ihr könnt hierbleiben. Haben Sie ihn so eingeschüchtert? Ist doch völlig egal, Hauptsache wir können hierbleiben. Ja? Trinken wir auf Jonas, dem Überbringer der guten Nachricht. Nein. Stoßen wir lieber auf den Opa an. Also, auf den Großvater. Auf den Großvater. Ich freue mich wirklich für Sie. Jetzt stehe ich ja schon wieder in Ihrer Schuld. Ja. Das wird schwer werden, das abzutragen. Aber Sie können ja einen Anfang machen und mir das Du anbieten. Wir müssen noch Französisch lernen. Spinnst du? Ich lerne doch jetzt kein Französisch. Mann, die wollen alleine sein. Los, ach so, ja. Wieso hat dein Opa so plötzlich die Meinung geändert? Weiß nicht. Wahrscheinlich hat er es nicht übers Herz gebracht, uns zu verjagen. Wahrscheinlich. Das geht ihm ziemlich mies. Wieso? Finanziell. Was ist mit der Wirtschaft? Läuft die nicht gut? Mhm. Dann braucht ihr ein Marketingkonzept. Hä? Public Relation, Werbung. Was ist der USP eurer Kneipe? Was? USP, Unique Selling Point. Das besondere, einmalige, womit man für eure Wirtschaft werben kann. Hä? Woher weißt du das alles? Mein Vater arbeitet in der Werbeagentur. Ich sehe ihn zwar nicht oft, aber wenn, dann textet er mich mit Sachen aus der Agentur zu. Also, was ist das Besondere am alten Wirt? Rosis Schweinebraten. Und ihre Knödel. Wie wär's mit einem Tag All You Can Eat von Rosis Schweinebraten? Die Portion kann doch eh keiner aufessen. Passt doch, wir machen Direct Marketing. Mhm. Und was heißt das? Briefkastenwerbung. Ab morgen muss jeder in der ganzen Umgebung einen Zettel im Briefkasten haben, der ihn über das Angebot informiert. Du bist super. Wo kommst du denn her? Der Jonas und ich haben eine Werbeaktion für den alten Wirt gestartet. Hm? Schön. Du bist verknallt. Und du? Was ist denn los, Ludwig? Oh. Hexenschuss, das kenne ich schon. Meint er im Alter, gell? Wenn's hinten zwickt. So alt bin ich auch wieder nicht.
Und Arbeit muss gemacht werden. Nein, du legst jetzt in dein Bett. Jonas, komm, ruhig. Ja. Aber vorsichtig, gell? Vorsichtig. Ja, die Wirtschaft, die müsst man zusperren. Nein, das können wir uns nicht leisten. Heute wollen nicht mal mehr Gäste kommen. Ja, heute ist doch ja alles, was du essen kannst. Tag, da wird's voll. Ja, genau, die Rosi und ich machen das. Wir können gleich anfangen. Nein, du gehst in die Schule. Helfen kannst später. Du bringst mich jetzt ins Bett. Ja, pass auf. Okay, Jonas, bring uns noch 3 halbe. Ja. Hat's ihm geschmeckt? Ja. Sagt der Rosi, ihr Schweinsbraten ist unübertroffen. Was wir wissen, das nicht schon wissen. Ja, du bist wirklich tüchtig. Da kann der Ludwig froh sein über so eine Hilfe. Danke. So, gleich gibt's was, gell? Opa? Opa, schau mal, dass du nicht verhungerst. Ganz schön was los da unten. Kann man wohl sagen. Wir haben alles im Griff. Geht's schon besser? Solange mich nicht rühre, ja. Bist halt auch nicht mehr der Jüngste. Jetzt fang du auch noch an. Keine Sorge, Opa. Du bist schon noch ganz gut in Schuss. Normalerweise. Ja, du frech. Da. Ah. Ich will schon was zu trinken bringen. Oh, Frau Hirblinger, hallo. Hallo, Jonas. Sag mal, arbeitest du hier? Ja, ich helfe dem Großvater. Wann hast du denn heute angefangen? Gleich nach der Schule. Wir haben ja heute den All-You-Can-Eat-Tag und da brauchen wir Unmengen von Knödel. Und die Rosi und ich, wir schmeißen den Laden heute allein, weil der Großvater krank ist. Aber ich glaube, wenn er gesund ist, helfe ich trotzdem weiter, weil jetzt kommen viel mehr Gäste. Nehmen Sie den Schweinebraten, der ist super. Und was ist mit der Schule? Schule. Was ich da lerne, brauche ich eh nie wieder. Und der Großvater sagt, die beste Schule ist das Leben. So, sagt dein Großvater. Mhm. Ist deine Versetzung gefährdet? Der Opa findet eine Ehrenrunde nicht so schlimm. Jonas. Ich muss wieder. Nehmen Sie den Schweinebraten? Ja, gern. Und ein Mineralwasser, bitte. Vielleicht können wir ja später noch ein bisschen reden. Na klar. Sag mal, das ist doch die Frau aus dem Jugendamt, gell? Was will denn die? Dein Schweinebraten. Und, was wollt's von dir wissen? Das, was alle Erwachsenen wissen wollen. Schule. Als ob es kein anderes Thema gäbe. So, und da unterschreiben wir noch. Jugendamt. Die haben's aber wichtig, ja? Ja. Servus. Servus. Was hast du denn da? Ludwig? Was ist denn los? Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Die nehmen uns den Burm weg. Pädagogisches Unvermögen. So eine Frechheit. Diese hinterfotzige Person. Der Direktor von Jonas Schule führt Jonas mangelnde Leistungsbereitschaft auf die diesbezüglich fehlende Motivation seines Großvaters zurück. Am schwersten wiegt aber zweifellos die Ausbeutung. Die Ausbeutung des Kindes durch die anstrengende Arbeit in einem Gastronomiebetrieb. Deshalb werden als neuer Betreuer von Jonas sein Onkel Harald Messner und dessen Frau Sonja eingesetzt, die dem Kind das dringend benötigte stabile Umfeld bieten können. Mit freundlichen Grüßen, Hirblinger. Wir nehmen uns den Baum weg. Jetzt brauche ich einen Schnaps. Da. Jetzt trink erst einmal.
ist ganz schlecht. Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Du gehst jetzt dahin und sagst dieser Person ordentlich Bescheid. Das ist doch schon alles beschlossen. Sogar das Datum steht drauf, wann sie ihn abholen. Ja, dann geht man einfach nicht raus. Dann holen sie mit der Polizei. Das tue ich dem nicht an. Aber irgendwas musst du tun, Ludwig. Sonst lässt dir ja nichts gefallen. Vielleicht ist das die Strafe, ne? Gerät doch nicht so einen Schmarrn. Bestraft wird doch nur der Jonas. Und das lassen wir einfach nicht zu. Du versprichst mir jetzt, dass du da hingehst, auf das Jugendamt. Versprichst mir das? Ja, versprich's. Das können Sie doch nicht machen, dich einfach wegschicken. Ist ja nicht für lange. Der Opa hat mir versprochen, dass er mich zurückholt. Wie ist denn dein Onkel so? Ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern. Nur an seine Frau, und das ist so eine total blöde Tussi. Du musst dich so unmöglich benehmen, dass sie dich gleich wieder loshaben wollen. Kannst du rülpsen? Weiß nicht. Jetzt du. Du musst die Luft runterschlucken und dann rauspressen. Warte. Nochmal. Ein Naturtalent. Ich könnte dir sagen, das sei was Angeborenes. Ein Geburtsfehler. Ich werde dich so vermissen. Ich dich auch. Das sind sie ja schon. Ich gehe raus und sag dir die Meinung. Das tust du nicht. Das ändert gar nichts. Das macht alles bloß noch schlimmer. Hallo? Du bist bald wieder da. Gott. Ich hole dich zurück. Ich verspreche es dir. Hm? Du gehörst hierher. Ich bin gleich ein Fehler, mache nicht nochmal. Ich hole dich zurück, ich schwör's dir. Jonas, kommst du bitte? Hallo, grüß dich. Komm, Jonas. Geht es auch ein bisschen vorsichtiger? Du hast sicher Hunger. Was ist denn das? Das ist Mung Dal. Das sind gelbe Linsen. Das ist gut für Sonjas Vata Dosha. Allerdings frage ich mich, warum wir das auch essen müssen. Gesundes Essen hat noch niemandem geschadet. Das ist Tofu, den magst du sicher. Was für ein Zeug? Sojaquark.
Schmeckt köstlich. Sehr vitaminreich. Boah. Naja, was der Bauer nicht kennt. Lass ihn doch. Danuta? Bringen Sie bitte etwas Brot und Aufschnitt. Kielbasa. Kielbasa. Aufschnitt. Nein. Brot, Butter, Aufschnitt. Im Kühlschrank. Danuta wird dir mittags das Essen machen. Harald ist im Büro und ich bin meistens unten im Kosmetikstübchen. Ich esse höchstens einen Salat zwischendurch. Deine ländlichen Tischmanieren, die musst du dir aber abgewöhnen. Wie ich schon sagte, es muss sich einiges ändern. Ich kann nichts dafür. Das ist was Angeborenes. Ich glaube, ich habe kein Verständnis für deine Art von Humor. Das ist aber auch so. Danuta! Das ist ein sehr teurer Teppich. Dieses Haus ist sehr sorgfältig und sehr kostspielig eingerichtet und ich erwarte einen sorgsamen Umgang mit all diesen Sachen. Hast du das verstanden? Tut mir leid. Kann ich aufstehen? Ja. Sind Sie wahnsinnig? So ruinieren Sie doch den Teppich! Sjontam, Ihr Putzen! Bin ich denn hier nur von Idioten umgeben? Ich muss nochmal ins Büro. Ja, das ist typisch. Bei jeder Schwierigkeit verdrückst du dich. Du hast es so gewollt. Hören Sie auf! Ich will den Jonas wieder zurückhaben. Sie wollten den Jungen doch gar nicht haben. Und meine Entscheidung hat sich ja auch leider als Fehler herausgestellt. Na, das war doch kein Fehler. Ihr Sinneswandel hängt vielleicht damit zusammen, dass sich Jonas als überaus tüchtige Arbeitskraft erwiesen hat. Davon konnte ich mich persönlich überzeugen. Das ist ja eine Frechheit. Wollen Sie damit sagen, dass Sie den Jungen nur zurückhaben will zum Arbeiten, oder was? Herr Ettenberger, Sie sind Ihren erzieherischen Aufgaben in keinster Weise nachgekommen und haben den Jonas als billige Arbeitskraft missbraucht. Ich hab's doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Darf ich fragen, was Sie der Fall angeht? Sie sind doch keine Verwandte, oder? Das bin ich nicht, aber... Dann möchte ich Sie bitten, dazu keine Stellung zu nehmen. Ich weiß aber genau, wie der Jonas zu seinem Großvater steht. Ihre Meinung ist hier nicht relevant. Herr Ettenberger, ich habe hier Auskünfte über Ihre finanzielle Situation. Ich kann durchaus verstehen, dass Ihnen eine zusätzliche Arbeitskraft weiterhelfen würde. Sie verstehen doch überhaupt nichts. Fragst du den Jonas, wo er hin will? Ich habe zu berücksichtigen, was für das Kind am besten ist. Und es ist nicht zum Besten eines Kindes, wenn es die Schule nicht schafft, weil es bis spät am Abend in einer Kneipe bedienen muss. Aber so war es doch gar nicht. Sie verdrehen alles. Der Jonas, er hat mir nur helfen wollen, weil ich krank war. Ja. Ich habe schon gesagt, dass ich durchaus Verständnis für Ihre Situation aufbringen kann, Herr Ettenberger. Aber das ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich habe dem Jonas versprochen, dass er daheim darf. Da kann ich Sie beruhigen. Kinder gewöhnen sich sehr schnell an neue Situationen. Ich bin sicher, dass sich Jonas bei seinem Onkel sehr schnell zu Hause fühlen wird. Sie sind eine ganz herzlose Kuh. Hör auf. Nächste Woche. Unser Gespräch ist hiermit beendet. Was hast du jetzt davon? Ja, ich. Wenn Sie möchten, können Sie eine schriftliche Eingabe machen. Auf Wiedersehen. Ich finde das sehr bedauerlich, dass bei deiner Erziehung offensichtlich was versäumt worden ist. Aber in meinem Haus gibt es Regeln.
Und dazu gehört, dass Schuhe nichts auf dem Bett verloren haben. Hm? Ebenso wenig möchte ich je wieder Spuren von deinen ungewaschenen Händen auf dem weißen Sofa und an den weißen Wänden sehen. Und wenn wir schon dabei sind, Türen kann man auch leise schließen. Haben wir uns verstanden? Ha? Wasche auf dem Jugendamt. Gegen die kommst du ja nicht an. Wenn du uns als Zeugen brauchst. Die lassen ja gar nicht zu Wort kommen. Aber der Bub mag die doch so also gern. Das interessiert die doch nicht. Der ist schlecht in der Schule, der hat ja ausgeholfen. Jetzt habe ich ihn als billige Arbeitskraft missbraucht. Ach so, Entschmal. Das ist eine solche Krampfeder, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihre Meinung ist hier nicht relevant. Tja, wenn die Weiber böse sind, dann richtig. Du musst da einen Anwalt nehmen. Ohne Anwalt kommst du mit den Behörden nicht zurecht. Da redet der Richtige. Was soll das Geld ja nimmer? Da hat er recht. Sobald du denen das Gott sagst, wollen sie Geld sehen. Ich hab dem Jonas versprochen, dass ich ihn heimheue. Und jetzt? Grüß Gott, Bernd. Ich such den Herrn Ettenberger. Ja, was ist? Ich bin der von der Bank bestellte Gutachter. Könnten Sie mir bitte die Räumlichkeiten und das dazugehörende Gelände zeigen? Was? Ich erstelle das Gutachten für die Bank. Was für ein Gutachten? Ja, über den Wert des Ganzen hier. Der Hof wird zwangsversteigert. Ich bin Mayas neuer Sponsor. Sie kriegt von mir lebenslang Karotten und Äpfel. Ohne sie hätte ich dich nicht kennengelernt. Maya wird das sicher zu schätzen wissen. Nur mit dem lebenslang, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ach, du bist unromantisch. Man möchte eben was Schönes nicht enden lassen. Mama, komm mal. Das ist ein Brief von Jonas, hör mal zu. Liebe Julia, Sonja ist die blödeste Tussi, die man sich vorstellen kann. Sie meckert von morgens bis abends. Ich glaube, Onkel Harald mag sie auch nicht. Aber er traut sich nicht zu sagen. Die Schule ist absolut ätzend. Alle sind Snobs und tragen Markenklamotten und kommen sich dabei ganz toll vor. Die Lehrer sind noch blöder als unsere. Ungelogen. Danuta spricht kein Deutsch, ist immer, gib mir mal den Print, ist immer schlecht gelaunt und kocht eine Pampe, die man nicht essen kann. Ich träume schon von Rosis Schweinebraten. Bitte, Opa, hol mich zurück. Lange hat es hier nicht mehr aus. Nicht einmal was Anständiges zum Essen kriegt der Bub. Der rechnet jeden Tag damit, dass wir ihn abholen. Und wir haben doch die Eingabe gemacht. Vielleicht darf er wirklich bald zurück, ha? Ja, meinst? Wir müssen was unternehmen. Die schicken Jonas nie freiwillig zurück. Du, ich kann da überhaupt nichts machen. Ich bin keine Verwandte oder so. Die beim Jugendamt würden mich überhaupt nicht ernst nehmen. Aber ich verstehe das nicht. Er hat doch geschrieben, dass sein Opa ihn holen will. Wenn nicht? Musst du halt ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, das ist ein Fremdwort für dich, aber manchmal dauern die Sachen nur mal ein bisschen länger, als man möchte. Ja, sagt es dem armen Jonas, der muss bei dieser Ziege aushalten. Ich verstehe dich ja. Julia! Ja, super. Endlich ein Mensch in dieser Zombie-Welt. Wirklich so schlimm? Noch schlimmer. Du Armer. Ich weiß gar nicht, warum die mich haben wollten. Sonja kann mich nicht ausstehen und Harald hat so nichts eine Meinung.
Weißt du schon, wann ich nach Hause kommen kann? Nee, ich bin heimlich hier. Ich habe niemandem etwas gesagt. Ich habe gedacht, du kannst vielleicht eine kleine Aufmunterung gebrauchen. Jo ja, die kann ich wirklich gebrauchen. Mann, bin ich froh, dass du gekommen bist. Ich habe schon gedacht, die Hexe lässt mich vielleicht nicht rein. Bei der ist alles möglich. Schule ist total ätzend. Das sind alles nur so Schickimicki-Typen, die nichts als angeben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so nach unserer Penne zurücksehne. Mit den ganzen Prolls. Ich vermisse euch alle so. Und wen am meisten? Na, wen wohl? Keine Ahnung. Kannst ja mal raten. Die Rosi? Mhm. Den Opa? Nein. Ich glaube, du kommst nicht drauf. Gib mir einen Tipp. Sie ist sehr, sehr eingebildet. Was ist hier los? Das ist Julia. Ich will gar nicht wissen, wie das kleine Flittchen heißt. Und jetzt raus hier. Julia. Nee. Du bleibst da. Sowas gibt es bei uns nicht. Und das hier ist hiermit konfisziert. Vielleicht lernst du dadurch mal ein bisschen Rücksichtnahme. Was machst du denn da rum? Komm her, dann zeige ich es dir. Da sind Erinnerungen drin, die er viel zu lange wegsperrt. Der Jonas ihm gleich schaut. Wenn der Jonas wieder da ist, dann macht man sofort ein Foto von ihm, das muss auch da sein. Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde, dann fahre ich zur Polizei. Das hat Julia noch nie gemacht, sie ist immer so zuverlässig. Es gibt tausend Gründe, sich zu verspäten. Ja, warum ruft sie da nicht an? Vielleicht ist der Akku leer. Ah, da kommt sie ja. Sag mal, wo warst du denn? Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich mir Sorgen gemacht habe? Wieso hast du nicht wenigstens mal angerufen? Akku ist leer. Mann, hab ich einen Hunger. Wo kommst du überhaupt her? Von Jonas. Da haust du einfach so ab, ohne was zu sagen. Anna musste sich ja um ihn kümmern. Du hast doch nur Augen für den da. Und es interessiert keinen, dass Jonas es bei dieser Tiege aushalten muss, wo er noch nicht mal was zu essen kriegt. Er kriegt nichts zu essen? Naja, schon. Aber nur so widerliches Zeug. Dann hat sie mich rausgeschmissen. Wer hat dich rausgeschmissen? Die alte Hexe. Die Frau von seinem Onkel. Ja, echt so eine widerliche Bonzenkeule. Das Flittchen soll aus meinem Haus verschwinden. Das hat sie gesagt? Ja. Dann war ich so verwirrt, dass ich in den falschen Zug eingestiegen bin und mich total verfahren habe. Ich dachte, ich komme nie mehr nach Hause. Och, komm mal her, mein armes Mäuschen. Bitte, Mama, du musst was unternehmen. Sicher macht sie den armen Jonas total fertig. Weißt du was? Wir fahren morgen zu seinem Opa und fragen ihn, was es Neues gibt. Ja? Mhm. Thank you.
das hältst du nicht mehr aus. Ja, meinst, das weiß ich nicht. Aber ich kann ja nichts machen. Ich habe alles versucht. Die behandeln mich ja wie einen Deppen da drin im Amt. Sagen, ich soll eine schriftliche Eingabe machen und dann höre ich nichts mehr von denen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Einen Anwalt kann ich mir nicht leisten. Und jetzt will mir die Bank auch noch den Hof versteigern. Und ich kann die Wiesen nicht verkaufen, weil ich dem Jonas versprochen habe. Das habe ich nicht gewusst. Jonas hat gar nichts gesagt. Ich habe einfach gedacht, sie hätten sich's anders überlegt. Ach. Aber wir haben noch einen Anwalt. Na, dein Patrick. Patrick ist auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Weißt du, Familienrecht, das ist ganz was anderes. Ich frag ihn, der kann das sicher auch. Ich verstehe das nicht. Sie haben doch die Behandlung sonst immer so gut vertragen. Was haben Sie mir da ins Gesicht geschmiert? Toilettenreiniger? Nein, das ist unmöglich. Das ist... Sag mal, willst du mich mästen? Soll dir richtig gut gehen bei uns. Hör zu. Ich habe keine Ahnung vom Familienrecht. Und ich weiß nicht mal, ob Herr Ettenberger sich überhaupt von mir vertreten lassen möchte. Unsere erste Begegnung war nicht gerade freundschaftlich. Es ist ihm egal, von wem er vertreten wird. Hauptsache, er hat einen Anwalt, der nichts kostet. Ja, das ist die ideale Basis für ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ich habe nicht gewusst, in was für finanziellen Schwierigkeiten er steckt. Er nimmt lieber eine Zwangsversteigerung in Kauf, als die Wiesen zu verkaufen, nur weil es Jonas versprochen hat. Wir haben es doch nur Jonas zu verdanken, dass wir noch hier sind. Ich habe den Alten echt total falsch eingeschätzt. Der liebt seinen Enkel und würde alles für ihn tun. Was soll ich schon gegen zwei so schöne Frauen ausrichten? Das ist ungeheuerlich. Das ist Körperverletzung. Ich kann froh sein, wenn ich von der Frau nicht verklagt werde. Als Kundin bin ich sie sowieso los. Und wenn sich das rumspricht. Ich will endlich wissen, was du dir dabei gedacht hast. Jetzt sag was! Deine Passivität treibt mich noch zum Wahnsinn. Unternimm was, du siehst doch, dass ich mit ihm nicht fertig werde. Du wolltest den Jungen doch unbedingt haben. Bitte? Wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Das ist der Sohn von deiner Schwester. Harald, bleib hier. Ich gehe. Ja, ich werde sie bestimmt nicht aufhalten. So, und jetzt zu dir. Du hast Hausarrest. War's das? Das dauert nicht mehr lang, bis er wieder zurückkommt, der Jonas. Jetzt haben wir einen Anwalt aus der Stadt. Einen ganz scharfen Hund. Mit dem gehen sie nicht so umspringen wie mit mir. Ettenberger! Ja? Könnten wir vielleicht woanders? Ja! Hey, komm schon. Wissen Sie, dass Ihr Enkel ein reicher Erbe ist? Was? Seine Eltern hatten eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Um genau zu sein, über 400.000 Euro. Und der Begünstigte ist Jonas. 400.000 Euro? Mehr ist aber nicht gewusst. Und der Jonas sicher auch nicht. Ich habe ein paar interessante Dinge in den Akten gelesen. Die Messens waren nämlich die erste Anlaufstelle des Jugendamtes. Zunächst haben sie es vehement abgelehnt, Jonas bei sich aufzunehmen. Ja, das hat die Frau Hirbling auch gesagt. Kurze Zeit später allerdings kam die totale Kehrtwende. Sie wollten den Jungen unbedingt haben. Und ich weiß auch, woher dieser totale Sinneswandel der Messners rührt. In der Akte war ein Brief der Versicherung mit einem Vermerk des Jugendamtes, wann die Kopie dieses Schreibens an die Messners rausgegangen ist. Die wollen sie das Geld unter den Nagel reißen. Ja, das glaube ich auch. Soll man dann sauber versalzen? Da fahre ich sofort hin. Moment, so einfach geht das nicht. Wir müssen schon den offiziellen Weg einhalten. Ich werde mich erst schriftlich an das Jugendamt wenden. Wie lange dauert das?
Das kann ich nicht so genau sagen. Aber alles, was mit den Behörden zu tun hat, braucht seine Zeit. Na, na, das dauert mal zu lang, da fahre ich jetzt hin. Herr Ettenberger, so geht das nicht. Herr Ettenberger, bitte. Wollen Sie sich nicht setzen? Es redet sich doch leichter. Ja. Herr Ettenberger würde sich gerne mit Ihnen gütlich einigen, bevor die ganze Sache vor das Familiengericht geht. Wir könnten uns alle dadurch eine Menge Zeit und Unkosten ersparen. Natürlich wird Jonas vor Gericht gehört werden, aber es ist nur eine Formsache, bis er wieder zurück zu seinem Großvater kommt. So ist es. Das glaube ich kaum. Nun, was Jonas Vermögen betrifft, so ist ihm ja bekannt, dass er 400.000 Euro erben wird. So werde ich in Herrn Ettenbergers Namen dafür Sorge tragen, dass dieser Betrag mündelsicher angelegt wird, sodass sich niemand daran bereichern kann. Genau. Nix ist mit der Erbschaft. Wir haben gar nicht gewusst, dass der Junge erbt. Der entsprechende Brief der Versicherung ist Ihnen zugeschickt worden. Das Jugendamt hatte diesbezüglich ein Vermerk in den Akten. Hast du diesen Brief gelesen? Harald? Also, ich weiß jetzt nicht, ich bin ganz irritiert. Wir haben doch alle nur das Wohl des Jungen im Auge. Und Jonas möchte gerne zurück zu seinem Großvater. So ist es. Ja, das ist vielleicht auch wirklich das Beste. Nein! Ich finde, Jonas sollte sich vielleicht selbst dazu äußern, bei wem er leben möchte. Wo ist er denn? Ich hole ihn. Jonas! Jonas! Jonas, ich bin's, der Opa. Der ist überhaupt nicht da. Ich glaube, der hat heute länger Schule. Sie wissen gar nicht, wann er nach Hause kommt? Geben Sie mir doch mal die Telefonnummer seiner Schule. Hier bitte. Dankeschön. Ja, Jonas, der hat mir schon geschrieben, wie Sie ihn behandeln. Hat er Ihnen auch geschrieben, dass er Attentate auf meine Kundin verübt hat? Ich könnte ihn wegen Körperverletzung anzeigen. Sonja, das bringt doch jetzt nichts. Ja, danke. Das wollte ich wissen. Wieder. Was ist? Jonas war heute gar nicht in der Schule. Aber Frau Messen ist Entschuldigung. Die ist eingegangen. Da hat er meine Unterschrift gefälscht. Da sehen Sie mal. In dem Jonas, was passiert ist dann? Das wird sich alles nicht besonders gut machen vor Gericht. Wir werden nicht vor Gericht gehen. Jonas soll zurück zu seinem Großvater. Kommen Sie. Wir gehen Jonas suchen. Auf Wiedersehen. Harald, da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Halt den Mund! Du hast genug angerichtet. Ja, aber was ist jetzt mit dem Swimmingpool? Die haben doch schon angefangen. Das ist doch schon alles bestellt. Weißt du was, Sonja? Das ist mir alles scheißegal. Harald! Ich mach mal solche Vorwürfe, ne? Ich hätte nicht gehen lassen sollen. Sie hatten auch gar keine andere Wahl. Jonas wäre von der Polizei geholt worden. Und wenn er versucht, zu ihnen zu kommen, dann muss er damit rechnen, wieder zurückgebracht zu werden. Versetzen Sie sich mal in seine Lage. Was würden Sie an seiner Stelle tun? Ich glaube, ich hätte schon eine Idee. Jonas! Jonas, bist du da oben? Ich gehe nicht mehr dahin. Warte, ich komme rauf. Du, mal bin ich froh, dass dir nichts passiert ist, du. Ich gehe da nie mehr hin. Nein, das musst du doch auch nicht, du. Das verspreche ich dir, du. Du, mein Kerl, nie mehr lasse ich dich jetzt weg. Du dummer Kerl.
Was soll denn das hier? Grüß Gott. Hallo. Ja, ich bitte die Verspätung zu entschuldigen, aber ich habe noch auf einen wichtigen Brief gewartet. Das ist der Beschluss des Familienrichters. Jetzt haben Sie es schwarz auf weiß, dass Jonas hier bleiben darf. Bravo. Prima. Bravo. Danke. Hallo. Das ist ja toll. Ja. So, Bursche, jetzt gehörst du hierher. Opa. Nein. Das Geld gehört dir. Das haben deine Eltern so gewollt und so macht man das auch. Ich nehme nur meinen Enkel sein Geld nicht weg. Ich habe schon dafür gesorgt, dass Herr Ettenberg eine ordentliche Summe für Jonas Unterhalt bekommt. Jetzt kann er die Hypothek abbezahlen. Das habe ich mit der Bank schon besprochen. Sag mal, gibt's eigentlich irgendwas, was du nicht hinkriegst? Dich zu überzeugen. Das hast du doch schon. Zeit für Stimmung. Aubi, haben wir wieder Disco. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass mir mal der Lärm so abgehen wird. Opa, das müsste was für dich sein. Oho. Oho. Komm, Vorsicht, komm!